Die schlechte Nachricht? Auch 2021 ist Corona noch immer da. Aber die gute Nachricht lautet, die meisten Martinsumzüge konnten in diesem Jahr wieder stattfinden und wir hoffen, ihr hattet Gelegenheit, mit euren Laternen durch die Straßen zu ziehen. Wir, das sind übrigens die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebertshain und die Kollegen von Betzdorf Digital. Weil im letzten Jahr so viele Menschen Freude mit unserem Laternenwettbewerb Wir suchen Betzdorfs schönste Laterne hatten, haben wir es uns nicht nehmen lassen, euch auch in diesem Jahr um eure selbstgebastelten Lichterkreationen zu bitten. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder so zahlreich beim Laternenwettbewerb mitgemacht habt. So viele tolle und fantasievolle Laternen wurden eingereicht, dass wir erneut eine zweiwöchige Ausstellung im ehemaligen Feisel-Schaufenster in der Betzdorfer Viktoriastraße aufbauen konnten. Die Gewinnerlaterne präsentieren wir euch natürlich auch wieder in diesem Video. Gerne präsentieren wir euch auch in diesem Jahr unser Martinsvideo, zu dem wir im letzten Jahr durch die Corona-Situation inspiriert wurden. Wusstet ihr, wer alles an so einem Martinsumzug beteiligt ist? Nein? Dann wisst ihr hoffentlich gleich mehr. Habt viel Spaß mit diesem kleinen Beitrag. Darf ich auch ein Stück von der Martinsspitze? Hey, warum streitet ihr euch? Wisst ihr überhaupt, was mit den Martinsbrezeln und St. Martin auf sich hat? Die Geschichte des heiligen Martin ist schon uralt und wurde schon ganz oft weitererzählt. Ich lese sie euch gerne vor. Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin. Eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. Er reitet auf einem Pferd. Es schneit. Martin trägt einen Helm und ein Schwert. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht. Martin hat einen warmen roten Mantel. Er hüllt sich fest ein. Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schnee, der kein Zuhause hat. Er ist ein Bettler. Er friert und hat Hunger. Er ist in Lumpen gekleidet. Der Bettler ruft, helft mir! Viele Menschen gehen vorüber. Manche gucken weg. Andere lachen ihn aus. Dann kommt Martin. Martin hält die Zügel an. Er bleibt beim Bettler stehen. Martin zieht sein Schwert und teilt den dicken, roten Mantel in zwei Teile. Er gibt dem Bettler eine Hälfte. Die andere Hälfte behält er selbst. Der Bettler ist froh und möchte Martin danken. Martin ist schon davongeritten. In der Nacht erscheint Martin Jesus Christus im Traum und gibt sich als der Bettler zu erkennen. Martin beschließt danach, nicht mehr Soldat zu sein. Er will den Menschen Gutes tun. Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen. Das war die Geschichte von St. Martin. Na, du hast mir ja gar nicht aus der Geschichte gelernt. Ach, ist schon gut. Schade, dass der St. Martins Zug dieses Mal ausfällt. Doofe Corona-Probe. Ja, das ist voll blöd. Was wohl St. Martin dazu sagen würde? Keine Ahnung, er findet es wahrscheinlich auch ätzend, so wie all die anderen. All die anderen? Wer gehört denn zu St. Martinszug dazu? Zuerst einmal braucht es für einen Martinszug was? Natürlich, den heiligen Martin. Genau, das ist der Mann, der seinen Mantel geteilt hat. Doch was ist das? Verblüfft? Jawohl. In Betzdorf ist St. Martin eine Frau. Schon seit 11 Jahren führt Tanja Holschbach den Betzdorfer Martinszug reitend an. Und damit St. Martin reiten kann, braucht er als nächstes ein Pferd. Da hat St. Martin Tanja genau das Richtige. Hier kommt Jack. Jack ist ein Appaloosa Noita Mix und schon 23 Jahre alt. Toll sieht er aus mit seinen Flecken. Ein bisschen wie der kleine Onkel von Pippi Langstrumpf. Wenn er gerade nicht als Martins Pferd durch die Gegend reitet, dann verbringt er seine Zeit am liebsten mit seinen Pferdefreunden Bruno, Idefix und Crispy in seinem Offenstall. Hier kann er jede Zeit selbst entscheiden, ob er auf der Wiese, im Wald oder im Stall sein möchte. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist Essen. Klar, er muss ja auch 8 bis 10 Kilogramm Gras oder Heu am Tag fressen, um seine Traumfigur mit rund 600 Kilo zu behalten. Als Pferd von St. Martin hat man natürlich eine besondere Verantwortung. All die Menschen, die Kinder und das viele Feuer. Damit kann nicht jedes Tier umgehen. Jack hat eine Western-Grundausbildung und früher bei Turnieren geritten.
Daher ist er an Menschenmassen gewöhnt. Das Feuer ist jedoch eine besondere Herausforderung. Damit Jack hiervor seine Angst verliert, hat Tanja lange mit ihm geübt. Für unser Video zeigt uns Tanja mit Kindern der Betzdorfer Bambini-Feuerwehr, wie sie Jack langsam an den Umgang mit Feuer herangeführt hat. St. Martin, ein Pferd, St. Martins Zug fertig? Ich glaube, da fehlen noch ein paar wichtige andere Leute. Echt? Wer denn? Naja, jetzt stell dich doch mal einen Martinzug ohne Musik vor. Das wäre total traurig. Wie gut, dass wir in Betzdorf immer auf die Stadtkapelle Betzdorf und die Valentinsmusiker aus Betzdorf-Buche zählen können. Ich glaube, da höre ich doch schon was. Für euch hat uns die Stadtkapelle hinter die Kulissen blicken lassen und wir durften sie bei ihren Proben mit ihrem Dirigenten Sascha Becher besuchen. Normalerweise übt die Stadtkapelle immer freitags in der Betzdorfer Stadthalle. Aber was ist seit Corona schon normal? Insgesamt werden in der Stadtkapelle aktuell 13 verschiedene Instrumente gespielt. Dabei wird zwischen Holzblas- und Blechblasinstrumenten unterschieden. Und das Schlagzeug darf natürlich auch nicht fehlen. Die Stadtkapelle gibt es schon ganz lange. Letztes Jahr hat sie ihren 111. Geburtstag groß gefeiert. Früher hieß sie Feuerwehrkapelle. Erst 1956 verlieh der damalige Bürgermeister der Stadt Betzdorf, Hans Krämer, ihr offiziell den Namen Stadtkapelle Betzdorf. Seitdem ist immer der jeweilige Bürgermeister der Stadt Betzdorf der Erstvorsitzende der Kapelle. Bei der Stadtkapelle können nicht nur Erwachsene Musik machen. Auch Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen und können in der Jugendkapelle mitspielen. Für uns hat die Stadtkapelle übrigens eine extra Umfrage bei ihren Musikern gestartet. Wir wollten wissen, was denn das Lieblings-Martinslied der Kapelle ist. And the winner is... St. Martin! Danke für die Musik. Haben wir jetzt an alles Wichtige gedacht? Die hier fehlen noch. Danke, Ines, für die Martinsbrezel. Lecker! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Martinsbrezel nicht nur für mich ein Höhepunkt beim Martinszug ist, sondern für so ziemlich jedes Kind. Warum bei uns die Brezeln oder an anderen Orten die Wegmänner zum Martinszug dazugehören, ist mittlerweile nicht mehr ganz genau zu klären. Ob sie als Zeichen der nächsten Liebe galten oder einfach aus anderen Ritualen übernommen wurden, man weiß es nicht. Schmecken tun sie trotzdem. Damit ihr euch in Corona-Zeiten eure Brezeln zu Hause einfach selbst backen könnt, zeigt euch Jan schnell, wie es geht. Das Rezept könnt ihr auch im Mitteilungsblatt oder auf Instagram bei der Jugendpflege nachlesen. Okay, wir haben den Martin mit seinem Pferd. Wir hören die Musik der Kapelle. Wir lassen uns tolle Brezeln schmecken, aber da fehlt noch was ganz Wichtiges. Ja, genau. Ihr habt das große Feuer vergessen. Das Feuer gilt als Symbol für die gute Tat von St. Martin, durch seine nächste Liebe Licht in die dunkle Welt des Bettlers brachte. Jedes Jahr schichtet der Betzdorfer Bauhof mit ganz viel Mühe das Holz für das Martinsfeuer auf. Rund 60 Kubikmeter Holz wird dafür jedes Jahr gebraucht. 60 Kubikmeter sind 60.000 Liter. Das ist eine ganz schön große Zahl. Ihr könnt euch zwei Möbellaster vorstellen, die fast voll beladen sind mit Holz. So viel Holz brauchen wir jedes Jahr für das Betzdorfer Martinsfeuer. Der riesige Holzstapel besteht aus ganz vielen Paletten. Damit es etwas schöner aussieht und noch viel besser knistert, wenn das Feuer dann brennt, wird der Palettenholzberg mit Tann verkleidet. Deshalb sieht man die ganzen Paletten am Feuer gar nicht mehr. Wenn das Feuer dann brennt, dann erreicht es eine Temperatur zwischen 800 und 1100 Grad Celsius, je nachdem, wo gemessen wird. Mann, ist das heiß. Da hält man wirklich besser Abstand. Damit das Feuer immer unter Kontrolle bleibt und Hilfe direkt vor Ort ist, sollte doch einmal etwas schiefgehen, gibt es keinen Martinszug ohne die Betzdorfer Feuerwehr. Rund 50 Männer und Frauen gehören zu der Betzdorfer Feuerwehr, die das ganze Jahr für uns im Einsatz ist. Egal ob ein Haus brennt, ein Verkehrsunfall passiert ist, ob Hochwasser ist, eine Person vermisst wird oder. Zu jeder Tages- und Nachtzeit werden die Feuerwehrleute alarmiert und helfen in Notlagen. Und das alles vollkommen freiwillig und ohne Geld dafür zu bekommen. Ehrenamt nennt man sowas. Tolle Menschen sind das. Damit im Ernstfall auch alles gut funktioniert,
treffen sich die Feuerwehrleute ganz oft, um all die Situationen zu üben, in denen sie gebraucht werden. Ab 16 Jahren darf man bei der aktiven Wehr, so nennt sich die Erwachsenengruppe, bei der Feuerwehr mitmachen. Es gibt aber auch schon für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, bei der Feuerwehr dabei zu sein. Alle 2 Wochen findet mittwochs die Gruppenstunde der Jugendfeuerwehr statt. Hier kann man ab 10 Jahren dabei sein. Und wer noch jünger ist, der kann bei der Bambini-Feuerwehr mitmachen. Weil so gerne auch jüngere Kinder bei der Feuerwehr dabei sein wollten, wurde diese im letzten Jahr für Kinder ab 6 Jahren gegründet. Bei der Jugendfeuerwehr und bei den Bambinis steht vor allem der Spaß, Freundschaft und Teamarbeit neben den Feuerwehrthemen im Vordergrund. So, nun haben wir den St. Martin auf seinem Pferd, die Musik, die Feuerwehr, das Martinsfeuer und die Martinsbrezeln. Fehlt uns nur noch eins, für den absolut gelungenen Martinszug. All die Kinder. Ohne die und ihre schönen Laternen kann es nämlich gar keinen Martinszug geben. Schön, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Mit unserem kleinen Film, der zum großen Teil bereits im letzten Jahr entstanden ist, habt ihr ein bisschen hinter die Kulissen des Betzdorfer St. Martins-Geschehens blicken können. Dieses Jahr konntet ihr die Akteure dann wieder ganz in echt erleben. Zudem hattet ihr 2 Wochen lang Gelegenheit, über 60 wunderschöne, selbstgebastelte Laternen im Betzdorfer stehenden Martinszug anzuschauen. Wir danken in diesem Zuge ganz herzlich unserer 6-köpfigen Jury, die aus den Vorjahressiegerinnen Sophia, Lenia und Laura sowie dem Gewinnerkindergarten Kirschkern, der Betzdorfer St. Martinsreiterin Tanja Holschbach, dem Kunstlehrer Hans Göbel und Steffi Stieler von der Betzdorfer Aktionsgemeinschaft bestand. Die diesjährige Gewinnerin, die mit ihrer ganz außergewöhnlichen Laterne die Jurymitglieder vollends begeistert hat, heißt Marlene. Die 8-jährige Marlene hat in mehrwöchiger Arbeit eine Steckenpferdlaterne gebastelt. Von der spitzen Idee über die originelle Umsetzung bis hin zu den Details wie der mühevoll geflochtenen Trense waren die Jurymitglieder voll des Lobes für das wunderschöne Bastelergebnis. Herzlichen Glückwunsch, Marlene! Auch die Betzdorfer Kindertagesstätten haben sich wieder mit ganz unterschiedlichen Laternen an dem Wettbewerb in der Kategorie Einrichtungen beteiligt. In diesem Jahr darf sich die Kita St. Christophorus vom Betzdorfer Alsberg über den 1. Platz und damit den Besuch des Spielmobils der Jugendpflege freuen. Wir freuen uns mit euch. Nochmal. Rappimmel, rappamel, rappum. Rappimmel, rappamel, rappum.